Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über die Lüge vom Online-Geld verdienen oder vom schnellen Reichtum. Online-Geld verdienen, das ist ja ein Traum, den viele von euch haben. Wir leben ja in einer Welt, in der viele entweder ihren Job hassen oder, sagen wir mal, mindestens keine wirkliche Erfüllung mehr in ihrem Job sehen. Das Gefühl vielleicht haben, im Hamsterrad gefangen zu sein. Und hinzu kommen noch die Sorgen um die Zukunft, ausgelöst durch 2 Jahre Pandemie, Krieg in der Ukraine, ständig steigende Lebenskosten, jetzt auch Energiekosten. Deutsche, Österreicher und Schweizer suchen händeringend nach einem Ausweg und viele wollen, das sagen uns auch viele unserer Mandanten, einfach nur weg. Manchmal ist nur die Frage, wohin. Ein ultimativer Traum ist dabei nicht selten eben gerade das Leben im Ausland, am besten im sonnigen Süden und am besten auch keine oder nur noch ganz wenig Steuern mehr bezahlen. Genügend Einkommen zu haben, um ein schönes, sorgenfreies und unbesperrtes Leben zu haben. Am besten wäre es natürlich, passives Einkommen zu haben, sodass ich dann gar nichts mehr machen muss und trotzdem glücklich und reich bin. Das ist oftmals so die Vorstellung, mit der man so konfrontiert wird. Der ideale Nährboden also für Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die sich die Weltlage zunutze machen, um zweifelhafte Beratungen, Kurse und Programme zu verkaufen, angeblich Tricks und Hacks haben, die sie uns so insgeheim und nebenbei dann doch verraten wollen. Und meistens sagen sie, bei mir hat es gut geklappt. Es gibt ja auch unzählige so Werbeeinblendungen im YouTube, die der ein oder andere vielleicht auch schon gesehen hat. Ich zeige dir jetzt mal schnell oder so, fängt es dann meistens an. Ja, wie man also schnell passive Einkommen, Kapitaleinkünfte oder online eben Geld verdienen kann. Immobilien, Krypto, Kapitalmärkte, Dropshipping, E-Books und Audiobooks oder Influencer sein. Also die Möglichkeiten scheinen endlos zu sein, die man da so vorgestellt bekommt. Und manchmal hat man so den Eindruck, das ist ein regelrechter Goldrausch. Alle werden jetzt gerade Influencer, Dropshipper, schreiben E-Books und so weiter und so fort. Ja, wie du dich vor den zweifelhaften Machenschaften dieser vermeintlichen Gurus und Contrepreneurs schützen kannst, darüber wollen wir heute mit Sebastian sprechen. Ja, Sebastian, in Wirklichkeit ist ja der Weg zum Erfolg steinig und Abkürzungen gibt es nicht. Würdest du dem zustimmen? Hundertprozentig stimme ich dir dazu, genau. Und ich meine, du hast jetzt gerade eben das Wort Goldrausch erwähnt, genau. Damit meinen wir in der Regel den Goldrausch im 19. Jahrhundert in Kalifornien, wo ja wirklich weltweit Leute nach Kalifornien, später nach Alaska gezogen sind und dort nach Gold geschürft haben in diesen Flüssen. Und man darf nie vergessen, dass der erste Millionär, den es in Kalifornien gab, ja, der Typ gewesen ist, der diese Leute ausgerüstet hat mit Schaufeln und aller möglichen anderen Ausrüstung. Ja. Also der Leute, der letztlich diese Goldgräber in ihrem Traum bestärkt hat und gewisserweise von ihrer Naivität auch profitiert hat, ja, der ist der, der als erster richtig reich geworden ist. Ja. Die meisten Goldgräber wurden tatsächlich nicht reich. Ja. Und so ist es heute wieder. Ja. Heute haben wir eben diese Riesenmöglichkeit hier, zumindest wird so dargestellt, online schnell Geld zu verdienen, so ganz nebenbei von zu Hause aus. Ja. Und da fallen natürlich viele auf diese Fake-Gurus rein. Ja. Und dann machen die überhaupt kein Geld. Und wer alle Geld macht, sind dann diese Fake-Gurus. Ja. Stichwort Fake-Gurus. Traust du dir, konkrete Namen zu nennen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auf jeden Fall zunächst mal die ganzen Amerikaner, also Grant Cardone, Tai Lopez, Dan Pena, Russell Brunson, Brian Rose, Tony Robbins, Jack Paul, Andrew Tate, John Belfort, ja. Und dann haben wir natürlich auch so Spezialkandidaten im deutschsprachigen Raum, also Jürgen Höller, Bodo Schäfer, Jörg Löhr, Mehmet Göker und so will ich auch natürlich der Liste hinzufügen. Ja, das sind alles so Leute, die hier versuchen natürlich aus den Leuten, die verzweifelt raus wollen, die verzweifelt erfolgreich sein wollen, ihre Dinge anzudrehen. Ja. Also ich weiß nicht, wie dir es geht. Wie gesagt, man sieht es ja fast täglich, wenn man so im YouTube unterwegs ist oder auf Facebook und so weiter und so fort. Und irgendwo, mir
stellen sich dann immer gleich die Nackenhaare so auf. Also irgendwie habe ich das so ein Empfinden, also jetzt hier stimmt irgendwas nicht, wenn dann so eine Werbung wieder mal kommt. Aber ich frage mich trotzdem, wie schaffen es diese fragwürdigen Gesellen, so viele Leute am Ende doch in ihren Bann zu ziehen? Was ist deren Geheimnis? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Naja, wir alle als Menschen haben ja ein Problem mit Geduld, ja. Also wir alle wollen im Grunde jetzt sofort und ganz schnell immer haben alles, ja. Also die wenigsten von uns können warten und lernen zu warten. Und wir haben da alle mit Problemen. Du hast ja, ist ja ganz klar, ja. Also wir alle kennen das, ja. Und es ist ja nun mal jetzt so, dass es eben mindestens 7 bis 10 Jahre dauert, manchmal länger eigentlich, bis man eine erfolgreiche Existenz als Freiberufler oder Unternehmer aufgebaut hat, ja. Und 7, 10 Jahre oftmals hart arbeiten, nicht in Urlaub gehen, ja, nicht mehr in Restaurants gehen, keine Zeit mehr haben für Freunde oder für Hobbys, ja, auch die Familie vernachlässigen zu müssen. Also alles Dinge, die wirklich schon ganz schön herausfordernd sind, ja. Und die meisten scheitern ja auch, muss man sagen. Also die meisten in Unternehmen beginnen, scheitern dann auch, ja. Also natürlich ist hier die Versuchung groß, auf bestimmte Abkürzungen und so weiter dann hereinzufallen und dann sich letztlich da auch dann was eindrehen zu lassen, ja. So ein ganz klassisches Beispiel ist das sogenannte passive Einkommen. Ja? Auch so ein Zauberwort, totale Augenwischerei. Ja? Natürlich gibt es passives Einkommen. Und wir hatten dazu auch einen sehr guten Podcast mit der Lisa Osado, die ja hier über echtes passives Einkommen aus ETFs und Kapitalanlagen spricht. Ja? Und wie gesagt, also ich werde es nie vergessen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus ETFs 50.000 netto im Jahr bekommen möchte, wirklich komplett passiv, also ohne, dass ich mich jetzt da groß mit beschäftigen muss, ja, dass ich einfach im Liegestuhl sitzen muss, ja, und irgendjemand macht das und mein Geld arbeitet. Steuern werden irgendwo bezahlt, was bezahlt werden müssen und so. Und dann hat es die den Betrag von mindestens 1,5 Millionen dann erwähnt, die dafür notwendig sind, ja. Also wie gesagt, dann funktioniert passives Einkommen. Aber ich muss da natürlich schon dann auch erstmal die 1,5 Millionen haben, ja. Um 50.000 zu erwirtschaften. Mir ist schon klar, dass ich natürlich auch am Kapitalmarkt viel mehr verdienen kann, ja. Aber ich meine, dann ist die Frage, wie passiv es ist, wie sicher ist es und so weiter und so fort. Darum geht es jetzt hier nicht, ja. Mhm. So, wir haben ja auch mit Robert Kmenta dann darüber gesprochen, der ja seinen Kunden vielfach dabei hilft, ein traditionelles Unternehmen zu digitalisieren, ja. Also so, dass es eben keine Vor-Ort-Präsenz mehr erfordert, sondern dass es ins Ausland mitnehmen kann und da überall dran arbeiten kann oder man etwas Entsprechendes neu im Ausland aufbaut. Auch dieses Vorhaben ist nicht zu unterschätzen. Auch dieses Vorhaben braucht Zeit. Jahre, um genau zu sein. Ja. Aber wer will das alles hören? Da klingt doch oftmals für viele, gerade die jetzt hier vielleicht auch eine große Not haben, die jetzt schnell Geld brauchen, ich hatte Schulden oder sowas, ja. Klingt doch so ein Angebot von solchen Fake-Gurus sehr verlockend. Da muss ich einfach nur einen Kurs kaufen, einfach nur irgendeine Broschüre kaufen, Kursmaterial kaufen, ja. Und dann kann ich hier erfahren, wie ich eben dann erfolgreich werde. Erfahre ich da irgendwelche Geheimtricks, ja. Also hier will ich auf jeden Fall nochmal den YouTube-Kanal eines Engländers empfehlen, der heißt Mike Willett. Der ist diesen sogenannten Entrepreneurs hart auf der Spur und veröffentlicht dazu regelmäßig Video, sehr schonungslos, aber auch sehr lustig. Kann man jedem empfehlen. So, jetzt stelle ich mir nur gerade so vor, es gibt ja auch seriöse und sehr gute Berater. Und auch der seriöse und gute Berater sucht ja Kunden und schaltet auch seine Werbeanzeigen, zum Beispiel im YouTube oder Facebook. Und jetzt sind da unsere Zuschauer, Zuhörer da unterwegs und jetzt kommt zum Beispiel einmal vielleicht eine Werbeanzeige eines Fake-Gurus, wie du so schön sagst, und dann kommt aber auch eine Werbeanzeige eines seriösen Beraters. So, wie kann man denn jetzt hier die Spreu vom Weizen trennen? Wie kann man unterscheiden zwischen seriösen Coach und Fake-Guru sozusagen? Also die Verkaufsmethoden der Bauernfänger sind alle überraschend ähnlich. Ja. Also halt mal Ausschau nach Dingen wie zum Beispiel einer aufgebauschten Herkunftsgeschichte. Weiß jetzt ich, jemand, der extrem arm war. Typische Rich-to-Riches-Story. Ich war früher extrem arm, ich konnte nichts anfangen, dann habe ich das und das und das gemacht und jetzt fahre ich Lamborghini und so weiter und so fort. Ja. Solche Sachen. Ja.
oder es wird eine künstliche Knappheit erzeugt. Was weiß ich, da ist ein Event und da können da 30 nur teilnehmen. Ja. Oder es gibt irgendwelche dubiosen Referenzen von Leuten, die dann auch wieder nur Selbstcoaches sind oder sowas, wo man nicht wirklich nachprüfen kann, was die jetzt wirklich gemacht haben. Dann natürlich immer diese typischen Bilder irgendwie hier, da wird so im Infinity Pool das Video gedreht oder vor dem Lamborghini, also dieser ganze Quatsch. Ja. Dann wird immer gesagt, eigentlich kostet dieses Paket 5.000 oder 3.000 oder 10.000 oder 20.000. Du kriegst jetzt heute nur, wenn du jetzt heute nächste 10 Minuten kaufst, für 500 Euro. Ja. Ganz funny, in Amerika ist es sogar so, dass alle diese Produkte, alle, egal bei wem du schaust, bei allen diesen Gurus, dass der Preis immer mit einer 7 endet. Ganz verrückt. Ich habe es auch schon mal nachgeschaut, ob es bei den Deutschen so ist, so Jürgen Höller und so. Da ist es nicht so, ja. Aber bei den Amerikanern ist es so. Endet immer mit 7 der Preis. Dann gibt es ja dieses sogenannte MVP-Prinzip, Most Valuable Player. Das heißt, dass im Grunde dieser Guru hier als die Koryphäe schlechthin gestellt wird. Ja, also ich meine, es gibt ja da die sogenannten Nicholson Twins, die haben ja da diese, ich sage jetzt mal, dieses sehr zweifelhafte Scheme zu den Audiobooks entwickelt und verkloppt wie verrückt, ja. Die polen immer mit so einem Forbes-Artikel rum. Ich meine, jeder weiß, dass du da in Forbes für, was weiß ich, ein paar tausend Dollar eine Promotion dir kaufen kannst, die aussieht wie ein Artikel, aber kein Artikel ist. Da natürlich immer viel LLP, Produkte, die überhaupt keinen, die im Grunde sehr wenig Wert haben, objektiv gesehen, ja. Also man sollte nach diesen Merkmalen Ausschau halten, ja. Und wenn man sowas sieht, dann würde ich tatsächlich die Finger davon lassen. Ja, gut zu wissen. Jetzt hast du ja am Anfang viel über Fake-Gurus gesprochen zum Thema passives Einkommen, das, was da oftmals angeboten wird. Wie sieht es denn jetzt so im steuerlichen Bereich aus? Also gibt es da auch Verknüpfungspunkte? Gibt es da auch seriöse, unseriöse Beratungsangebote, die man da so... Hundertprozentig. Also natürlich auch in unserer Branche gibt es viele, die Mandanten zu Tode beraten, ja. Sterblich, ja. Also hier gibt es ja unzählige Websites, wo Lesern versprochen wird, einfach Geld zu sparen als Crypto-Trader-Coach oder sonst irgendwas, steuerfrei leben. Man muss so das und das machen, ja. Das internationale Steuerrecht wird komplett ignoriert. Da geht es dann um irgendwelche Gerüchte, wo dann auch tatsächlich erfolgreiche Menschen dann hier letztlich schwer geschädigt werden. Ja, ich habe jetzt erst so kurz mit einer Mandantin gesprochen, die erhält eben nun tatsächlich Provisionen von einem deutschen Unternehmen, die ist tatsächlich erfolgreich, ja, und die ist nach Portugal umgezogen, um den NRR-Status zu beantragen und wird dann leider falsch beraten. Und jetzt fallen anstatt den erwarteten 0% Steuern 60% an und jetzt womöglich auch noch 1 Million wegzusteuern in Deutschland, ja. Also das heißt, da werden dann mit irgendwelchen Maschen, um irgendwelche Firmen zu verkaufen, irgendwelche Firmenkonstrukte, ja, die Mandanten einem ganz enormen Risiko ausgesetzt. Oftmals entsteht aber auch der Eindruck, dass diese sogenannten Berater dann auch noch mit renommierten Wirtschaftsberatern zusammenarbeiten. Ja, ja, genau. Also ich meine, oftmals ist es ja so, dass dann wiederum die Berater probieren, ihren Kunden dann so bestimmte Steuersparmodelle, Lösungen und dann was zu verkaufen letztlich, wo sie dann wiederum Provision bekommen. Ja, das wird also dann alles so eine ganz ungesunde Clique. Ja, die Berater sind nicht mehr wirklich unabhängig und bekommen dann irgendwie Provision von jemand. Die schicken dann wieder ihre Kunden an irgendwelche anderen Berater. Ja, also das ist eine ganz unschöne Sache. Was hast du denn jetzt für einen Tipp für unsere Zuschauer, Zuhörer, für unsere Mandanten? Also wie schütze ich mich am besten, sozusagen so einer falschen, unseriösen Beratung nicht auf den Leim zu gehen? Naja, wir hatten ja oben schon so kurz die Maschen dieser sogenannten Contrepreneurs erwähnt. Ja, also diese ganzen Erfolgsberater, Motivationssprecher und so weiter und so fort. Ja, Motivationstrainer, die ja immer mit großen Worten kommen, ja, und so wie die Megastars, ja, behandelt werden. Die Maschen hatte ich oben beschrieben. Wer dem begegnet, sollte auf jeden Fall das Weite suchen. Ja. Und ich möchte jetzt auch nochmal das Wort im Grunde an alle richten, die selbst vielleicht in der Situation sind, dass sie hier noch auf den Erfolg warten. Vielleicht bist du auch jemand, der hart arbeitet, aber bei dem sich der Erfolg bisher noch nicht eingestellt hat. Ja. Vielleicht hast du irgendeinen Job ohne Perspektive, wo du jeden Tag die Uhr anstarrst und nur auf das Schichtende wartest. Ja. Vielleicht hast du Familie und Kinder, denen du gerne eine bessere Zukunft ermöglichen möchtest, aber es wird einfach nicht klappen und du bist da wie ein Gefangener in so einem Hamsterrad. Ja, vielleicht willst du einfach nur weg ins Ausland in eine bessere Zukunft. Ja, und heute will ich dir Mut zusprechen. Ja, ich will dir heute sagen, du hast guten Grund, Mut zu haben. Fall nicht herein auf irgendwelche Leute, die dir irgendwelche
Abkürzungen versprechen und die wir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Die Erfahrung, die du jetzt machst, diese Zeit der Dürre, die Zeit des Wartens, der Entbehrung, das ist ganz normal, da muss jeder durch, der erfolgreich ist. Ja. Es mag unangenehm sein, es mag wehtun, aber das durchzustehen gibt dir das Rückgrat und formt deinen Charakter. Du musst jetzt wirklich einfach Geduld haben und weitermachen. Einen perspektivlosen Job trotzdem loyal und ernsthaft und mit Engagement zu machen. Also selbst wenn es darum geht, die Straße zu kehren, dann die Straße mit Liebe zu kehren oder die Burger mit Liebe zu braten. Ja. Diese Treue in den kleinen Punkten, ja, wo es schwer ist für jeden treu zu sein, das zeigt, dass du wirklich zu Größerem berufen bist. Und an dem Größeren musst du dann eben parallel in deiner Freizeit arbeiten. Während sich deine Freunde nach Feierabend oder Wochenende mit Kiffen besaufen und vor der Glotze hängen, arbeitest du an deiner Zukunft systematisch, konstant, jeden Tag ein bisschen. Ja? Ich kann dir nicht sagen, welches Vorhaben das Richtige für dich ist. Aber bitte fall nicht auf irgendwelche Konspendeurs rein. Geh den engen, den steinigen Weg des Erfolges. Arbeite mit guten Mentoren zusammen, lies die richtigen Bücher. Tatsächlich gibt es keine Abkürzung. Und ganz ehrlich, der Weg ist immer auch mit das Ziel. Und natürlich, keiner kann dir versprechen, dass du Erfolg haben wirst. Ich kann es dir auch nicht versprechen. Aber ich kann dir versprechen, dass der einzige Weg, wie du Erfolg haben wirst, der ist, den ich gerade eben beschrieben habe. Was soll ich dazu sagen, Sebastian? Das waren kluge, ermunternde Worte zum Schluss. Und ich kann nur sagen, gut, dass wir auch über dieses Thema gesprochen haben. Und an unsere Zuschauer und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie wieder vorbei. Und dann sehen wir uns bald wieder in alter Frische beim nächsten Video.